war mein Funktionstest. Ja, mit dem Schaltservo hatte ich das Problem. Die Kugelpfanne soll an den ersten, also wir haben hier so ein 3 Löcher in den Servo haben und da soll es auf erste Kugelpfanne. Wenn der den aber komplett zurückgeschoben hat, weil der so weit zurückgegangen ist, der Servo, und die Kraft hatte, ist die Kugelpfanne, also hier von der Stange immer rausgesprungen. Ich habe die Kugel jetzt auf den letzten gemacht und das scheint jetzt zu funktionieren. Lenkung muss ich auch noch gucken, weil aus irgendwelchen Gründen überspringt hier vorne den Lenkarm. Aber wir müssen die Lenkung eh jetzt gleich noch einstellen. Steht nämlich da, aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal einen Test zusammen. So. Ja, das ist ein Digital-Servo, das hört man. Oder meint mal, wo ist die Lenkung? Typisch Digital-Servo. Mal gucken. Also wie gesagt, Lenkung geht, Allradlenker. Und auf irgendeinem bestimmten Punkt überspringt die hier. Ich wollte mal den Lenkeinschlag ein bisschen verhindern. Das geht. Scheinbar direkt im ersten Gang. Der erste Gang ist so. Da hinten ist der erste Gang. Ja, das niedrigste Gang. Wird am langsamsten. Mittlerer Gang. Höchster Gang geht jetzt auch. Beim Hebel ist es leider falsch rum. Also wenn ich da ganz links mache, sind wir im höchsten Gang. Aber das müsste ich jetzt eigentlich in der Fernbedienung ändern können. Reverse Channel 5 Reverse. So. Jetzt müsste das eigentlich richtig machen, dass wenn ich nach vorne mache, nach vorne ziehe, der erste Gang also den komplett rauszieht, macht er mittlere rein. Okay, das funktioniert. Jetzt sehe ich nur beim ersten Gang, verbiegt sich der Servoarm extrem. Ja, weil der Weg ein bisschen geringer ist. Da muss ich nochmal gucken, ob das hält. Oder irgendwann flöten geht. Raucht was ab. Strombrennern. Der Servo hat keinen Bock mehr. Oh mein Gott, der Servo ist abgefackelt, das Ding ist gerade. Hatte ich noch nie. Warum? Hä? Ist das hängen geblieben, das Getriebe? Carsten-Servos, ne? Ist an sich ist hängen geblieben. So, mal gucken, ob es jetzt wieder geht. Ich habe Strom getragen. Okay, das hatte ich noch nicht. Ja, ist natürlich blöd, wenn das Ding da auszubauen. Mal gucken, ob das jetzt wieder geht. Der war tot. Irgendwas. Boah, der geht voll schwer. Irgendwas hat sich da. So, alles eingestellt, alles funktioniert. Jetzt überschlägt die Lenkung auch nicht mehr, nachdem sie richtig eingestellt ist. Scheint selber was getauscht, das geht zum Glück hier einfacher als beim LKW.
keine Ahnung, ob der jetzt auch noch abfackelt, weil der ja dauernd, wenn du den ja mit Schalter nur steuerst, dauernd ja auf Druck ist. Gucken wir mal, ob der aushält. Weil hier ist auch wieder wie beim LKW, dass man das mit dem Stick macht, festhält, loslässt. So, aber wenn man die ganze Zeit festhält für den ersten Gang oder zweiten Gang, A ist da blöd, die ganze Zeit den Stick fest sein und B, der Servo ist dann auch auf Druck. Naja, wir bauen jetzt das Heck und Zierelemente zusammen, Auspuff etc. Püpfen. So, jetzt kommen die Reifen und Felgen. Und übrigens, ich habe jetzt schon mal, jetzt fangen wir langsam an mit der Kosri-Lackieren. Das wird jetzt auf nächsten Seiten kommen. Zum Beispiel die Heckstoßstangen, der Kennzeichenhalter, der ist weiß, der muss schwarz werden. Jetzt haben wir erstmal die Räder. Da habe ich mir die hier geholt. So, ein Luftsystem. Fand man ganz interessant. Ja, halt anders auszuprobieren. Machen wir die mal auf. Uiuiui. Das sind mächtige Reifen. Wow. Wenn ich angucke. Die Original so. Hoho. Cool. Packen wir mal aus. Reifen und Felgen und eine Tüte. Gummi. Rein und so. Bringen hier. Jetzt hier die Luftpumpe. Ist da ein Schlauch drin? Nein, ist kein Schlauch, sondern sehr richtige Reifen. Okay. Test mal einen Reifen. Ich baue den eben zusammen. Dann gucken wir, ob da Luft reinkommt. Den zusammengebaut. Ja. War nicht ganz einfach. Natürlich viele Schrauben. Das Ventil. Und ja. Will ich auch. Eine Druckanzeige wäre geil gewesen, weil ich kann man nur nach Gefühl die Reifen aufpusten. Also eine kleine Druckanzeige wäre schon interessant gewesen. Vielleicht bastel ich mir da was, wenn man hier vielleicht einen kleinen Manometer oder so noch zwischen macht.
Und ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das natürlich auch so eine kleine Spielerei, genauso wie die einstellbaren Stoßdämpfer. Aber ich finde es faszinierend, dass es mittlerweile alles im RC-Bereich gibt. Und ich mag solche technischen Gimmicks. Ja, wie gesagt, ich werde mal ausprobieren. Vielleicht eine größere Pumpe aufhalten, wenn elektrisch, ne? Und mit dem Manometer und dann mal testen. Ja, so können wir lassen. Wenn wir das da rausgezogen haben, eigentlich dichtet es von selbst, aber wir haben hier in dem Sinne so kleine Ventilkäppchen noch, die man hier dann reinsteckt. So. Gut. Das haben wir Werkzeug, legen wir mal die Pumpe. Jetzt montieren wir mal die Reifen und gucken mal, wie es aussieht. Die Voltage hochstellen kann. Im Programmierkarten her. Können wir auf 7,4 hochsetzen, das haben wir 6. Auf 2. So, jetzt sollte der Servo stärker sein. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Servo. Viel, viel stärker ein Servo dafür. Das ist irgendwie so ein bisschen schade. Naja, machen wir mal testen.